Hallo, wir sind wieder im Windenraum am Tiroler Landestheater und haben da noch eine zweite Winde stehen. Und zwar ist das jetzt der Antrieb oder die Antriebswinde für die Drehscheibe, die einfach über einen Seilzug, den wir dann da hinten sehen, der was über die Rollen umgelenkt ist und mit Gewichte beschwert ist, damit die richtige Seilspannung da ist, rausläuft zur Drehscheibe. Das ist ein großer Drehzylinder, den schauen wir uns dann im Anschluss an. Und den einfach dreht in die verschiedenen Richtungen und Positionen. Auch diese Maschine ist aus dem Jahr 1967, kommt ebenfalls auch aus der Seilbahnwirtschaft und muss auch ausgetauscht werden, aufgrund dessen, dass eben auch keine Ersatzteile mehr zu kriegen sind und die Maschine somit getauscht werden. So, jetzt haben wir direkt in der Drehscheibe, also im Drehzylinder drinnen. Wir sehen jetzt dann, unten laufen die Seile die ganze Runde doppelt geführt, außen um die Drehscheibe rum, wieder eine zur Winde, zum Motor. Und diese Drähte werden angezogen und somit kann sich die Scheibe drehen dann. Warum macht man das heute nicht mehr so? Warum tauscht man die aus? Es ist durch die Seilspannung, durch den Verschleiß vom Seil, kann man nicht genau auf Position fahren. Darum wird dieser Antrieb ausgetauscht gegen einen Reibantrieb, der dann an der Scheibe direkt andrückt und der millimetergenau immer in Position fährt.